Monaten voller Gerüchte und Spekulationen sind wir heute wieder da mit dem Eröffnungsrennen einer vielversprechenden Saison. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Runde 1 der diesjährigen Formel 1 WM. Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer auf 15 Kurven einstellen, 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Links, Turn 10, zum einen oder anderen Bremsplatten kommen. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Start der neuen Formel-1-Weltmeisterschaft 2021. Alles beginnt hier. Mercedes wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Red Bull wird seinen Status als Herausforderer Nummer 1 behalten wollen. Und Ferrari hofft nach den Schwierigkeiten im letzten Jahr sicher auf einen neuen Anfang. Und auch zwischen den anderen Teams kündigen sich spannende Duelle an. Zum Beispiel zwischen Aston Martin und Alpine, die beide unter neuem Namen antreten. Es gibt also viel zu besprechen für mich und Stefan Römer, der sich heute die Kommentatorenkabine mit mir teilt. Schön, dass ich wieder hier sein darf, Heiko. Ich hoffe, wir sehen heute ein gutes Rennen. Im Moment kann man noch nicht sagen, wie konkurrenzfähig diese Teams im Vergleich zueinander sind, aber hoffen wir mal, dass es spannend bleibt. Wir wollen schließlich sehen, wie diese Fahrer alles geben, bis die karierte Flagge fällt. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Verstappen, Perez, Richter, der Goldjunge, der Goldjunge, Ricardo, Norris, Stroll und Charles Leclerc, Vettel, Sainz, Fernando Alonso und Ocon, Giovinazzi, Raikkonen, George Russell und Nikita Mazepin, Latifi und Mick Schumacher. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, so zur Strecke zu schalten. Genau, so ist es. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2021 mit dem Rennen aus Bahrain. Ja, Platz 5 und 6 sind wir. Für mich und für den Goldjungen hier an meiner Seite. als erstes gehen wir natürlich im wegen Strategie. Oh, was nehmen wir denn überhaupt am Sprit mit? Zwei Runden, zwei Leitrunden, zwei Neuprunden. Wann gehst du in die Box? Runde 5. Runde 5, okay, dann gehe ich Runde 6 in die Box, dann passt das. Dann kommen wir uns nicht in die Quere. Ich kann auch Runde 4 in die Box gehen, du gehst Runde 5. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe die Reifen ja relativ neu gehabt, ich habe ja auch nur eine Runde auf dem Satz. Das passt ja. Puh, fast freie Sicht bis vorne. Alter, was? Mir geht so die Muffe gerade so ein bisschen. Ich find's geil. Ja, wenn du dann bereit bist, gehen wir rein, ne? Ja, ich bin soweit. Und dann geht's los mit der Einführungsrunde. Genau. So, ich denke gerade mit dem Flügelschaden einzustellen. Ja, wichtig ist eigentlich ein guter Start. Vielleicht kriege ich einen Perez gesnackt in der ersten Kurve. Das wäre auch schon so ein bisschen das höchste der Gefühle. Verstappen wird wahrscheinlich zu weit weg sein. Und was davor passiert mit dem Mercedes. Eigentlich ist es so wichtig, erstmal durchzukommen. Sagen wir mal so, durch die ersten Kurven, bis sich das Ganze so ein bisschen entzerrt hat. Die neue Karriere gut starten. Ja, wichtige Punkte holen. Das wäre ein Top-Ergebnis. Und was am Ende rauskommt, da schauen wir dann einfach mal. Ja gut, letztendlich, ich hoffe, dass du durch einfach kein Flügelschaden, dass du direkt hinterher fährst mit dem Safety Car, dann wärst du wieder ein bisschen drin. Ja, aber es wäre schon wieder ein arger Rückschlag. Gerade im Kampf ums Mittelfeld, ne? Vor allem gegen McLaren, gegen Ferrari, gegen Alpine, Aston. Gut, Alpha und Williams und Haas, die halte ich ein bisschen zu schwach, aber irgendwo so da, 5., 6., hoffen wir mal. Und vielleicht die ein oder andere Überraschung zu sorgen. Wie zum Beispiel Gasly in Brasilien vorletzte Saison und dann Monza in der letzten.
Hauptsache die Flügel bleiben heile, das wäre erstmal das Wichtigste. So, ich setze mich mal an Perez vorbei, das war mein Ziel. Illegal Overtake. Give back that position. Na, ja, und direkt Verstappen mit. Ich stehe natürlich links, das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Als wenn du da im Innenbereich stehst. Puh. 13 Runden haben wir jetzt zu uns. 13 15, durchaus hart. Oder? 13. Okay. Soweit ich das richtig im Kopf habe. 13 durchaus harte Runden hier in 14. Okay, naja, schauen wir mal. Na. Bist du schon neben dem Perez da vorne? Ne, dann hat. Oh, Bottas hatte sie mich den Start verpennt. Ich muss jetzt ein bisschen aufwachen, weil ich habe das Auto und ich kann Überblick auf die anderen Autos. Jetzt, Perez ist an Bord. Also Bottas muss übelst schlecht weggekommen sein. Der ist nämlich von 2 auf 4 zurückgefallen. Der ist nämlich direkt vor mir. Aber ich habe meine Position behalten. Dann machen wir mal so. Scheiße. Ich musste übelst bremsen, Kurve 1. Habe dabei fast die McLarens überholen lassen müssen. Ja, ich habe ein bisschen... Ich war Perez eigentlich schon fast dran. Und musste dann aber übelst aufmachen, weil ich nicht wusste, wo der genau saß. Das ist immer gelb. Hinter dem. Aber ich vermute, dass es nur durch den Rückstau irgendwie passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob irgendwas passiert ist. Aber du kannst uns immer noch nicht hochstellen in die Benzinmischung. Nein, das ist vorbei, glaube ich. Das gibt's nicht mehr. Du kannst halt auch nicht mehr hoch oder runter stellen. Kannst nur noch Standard fahren. Mein DS ist offline. Konnte jetzt aber ein bisschen absetzen gerade. Du hast eine kleine Lücke zu dem McLaren. Mhm. Schade, ich konnte den schlechten Start von Bottas nicht nutzen. Ich wollte da eigentlich mit vorbei, aber neben der Strecke anzugreifen, fand ich ein bisschen, hart. Aber egal, 5 ist okay. Da wären wir momentan bei 18 Punkten, aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Runden zu fahren. Wenn du klar schneller bist, sag Bescheid, ne? Weil ich halte dich nicht unbedingt auf, will ich dich aufhalten. Alles gut. Ich habe, glaube ich, eh gering viel gegen Flügelschaden. Okay, hast du mitgekriegt oder was? Ja, ich musste übelst bremsen, weil die vor mir, also Bottas und Dings, die haben sich so breit gemacht, Kurve 1 innen. Ja, und ich hatte keinen Platz mehr. Ja, deswegen habe ich ja angefragt, ob du daneben bist, weil ich habe zwei Autos auf jeden Fall, wusste ich, dass ich neben mir habe. Ich wusste nicht, ob da noch ein drittes Auto daneben sitzt. Weil, wie gesagt, Bottas hat den Schaden übelst verschlafen. So wie er das ja oft mal getan hat. Ich kann aber auch nicht mithalten. Ich komme da vorne nicht ran an die 4. Ich kann das Tempo gerade nicht mitgehen. Da ist irgendwo wieder gelb einer neben der Strecke gelandet. Ricciardo, glaube ich. Ja, Ricciardo ist weg. Nee, Sainz. Sainz? Weil ich glaube, Ricciardo ist ausgeschieden. Okay, weil das habe ich gerade nicht angezeigt bekommen. Ja, doch, stimmt, das recht. Nee, aber ich meine, Ricciardo hat auch ein Problem gehabt. Der war nämlich hinter dir auf der Position. Und, ist jetzt nicht mehr da. Mein Norris und dahinter ist nämlich noch ein Auto. Aber ich finde es auch mal schön, auch mal Überholmanöver zu sehen bei der KI und nicht immer nur, dass die dann wie so ein Train hintereinander herfahren wie im letzten Spiel. Ja. Ja, man merkt, dass sie ein bisschen an der KI gearbeitet haben. Und jetzt habe ich hier vorne einen Knubbel, weil Bottas greift jetzt irgendwann gleich Perez an. Hamilton ist vorne ein bisschen weg, Verstappen kommt nicht mit. Aber dahinter sind die meinen Mercedes. Und wenn die sich natürlich ein bisschen bekriegen, Mercedes und der Red Bull, wenn die zwei sich natürlich ein bisschen bekriegen, kann ich vielleicht die Chance nutzen, wieder ein bisschen aufzuschließen, um vielleicht mal doch noch irgendwie ein Auto zu kassieren. Aber ich vermute, dass es Platz 5 eigentlich so das höchste der Gefühle sein wird. Das wäre, wie gesagt, vom Platz her in Ordnung. Das wären gute Punkte. Aber wie gesagt, das Rennen ist noch lang. Wir haben noch 11 Runden jetzt hier in Bahrain. Wobei ich auch wieder ein Stück wegkomme von dir, ne? Du warst mal näher dran. Wir haben auch schon wieder 2 Sekunden auseinander.
Du fällst gerade übel zurück, ne? Kann das sein? Wie gesagt, ich habe Flügelschaden. Ach, okay, du hast den Flügelschaden. Das merkst du jetzt nämlich. Weil du hast gerade in der Runde 1,5 Sekunden verloren oder so. Oh, Perez und Bottas da vorne. Bottas vorbei an Perez. Scheiße. Ich werde wahrscheinlich auch viel Zeit beim... Ja, der Flügelwechsel wird natürlich viel ausmachen. Das werden dann wieder 50 Sekunden sein. Die zwei da hinten müssen verlieren, aber vielleicht hast du Glück, dass du dahinter noch irgendwo rauskommst. Weil dahinter sind noch ein Ferrari, glaube ich, und die beiden Alpinen. Wenn du Glück hast, bist du da dran und schaffst es, um vielleicht noch eine Platz 10 zu holen oder irgendwie sowas. Das hat natürlich auch scheiße wäre, weil, wie gesagt, momentan ist er am Verteidigen. So, 10 Runden noch. Ich kann aber auch nicht nutzen, gerade dass die zwei da vorne sich am Bekriegen sind. Dieser Perez und Bottas, die geben sich gerade richtig. Ich wünsche dir einen Safety Car nach deinem Boxenstopp, zumindest als wir Runde nach, dass du wieder ein bisschen aufschließen kannst vielleicht. So, hinter mir natürlich jetzt, nachdem Markus in der Box ist, mit Norris und Vettel. Die zwei neue Kandidaten. Oh, bisschen. Ich muss auch aufpassen, ein bisschen, dass ich nicht immer zu weit rausräuber. Strafen würde ich mir nicht erlauben. Wobei ich mir gerade aktuell, nach dem aktuellen Stand, dann 3 Sekunden Strafe laufen könnte. Ich probiere meinen Undercut gegen Perez. Jetzt momentan 16. Aber Ricciardo muss auch Probleme haben, der ist nämlich hinter dir. Vielleicht hat er den Zwischenfall mit dem Ferrari gehabt, das kann nämlich auch sein.
Moment ist 4.8 Seconds. So, nur noch Verstappen von mir. 3,7 Sekunden. Vielleicht hat er funktioniert, um mir den Bottas oder den Perez zu krallen. Wo Verstappen ist schon auf Gelb. Ja, Verstappen ist ja davor. Nicht weit weg, sagen wir mal so. Aber es kann sein, dass es geklappt hat, dass ich die zwei vor mir kassiert habe. Ja, ich bin eine Runde früher rein auf Gelb. Ich ja auch. Na gut, du bist ja notgedrungen auf den Wechsel. Ich habe ja den freiwillig vorgezogen, meins. Ich glaube, schon zu Verstappen sind 3,6 Sekunden momentan. Der pendelt sich so ein bisschen auf der Höhe ein. Aber vielleicht, wie gesagt, wenn ein bisschen Dusel dabei jetzt ist, könnte das funktionieren, dass ich zumindest Perez kriege. Dann wäre ich Vierter. Bestzeit. Ne, hat nicht funktioniert. Der ist aber nicht weit weg, der Perez. Wenn ich kriege, ich ihn überraschend noch in der Runde. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Bestzeit raushaue gerade. Schade. Schade. Vielleicht hat es fast funktioniert. Wie viel da bist du jetzt gerade? Neunter hinter Norris. Ja, du hast natürlich schon das Pech, dass du einen Flügelschaden am Anfang hattest, ne? Aber da ist noch ein Auto davor. Ich bin Sechster momentan. Da fehlt noch ein Auto, was noch nicht drin war. Ne, ich kann das Tempo nicht mitgehen. Schade, aber okay. War ein Versuch wert. Giovinazzi war es noch nicht. Der war noch nicht in der Box. Jetzt bin ich Fünfter. Dann solltest du jetzt auf 8 vorfahren. Fünf Runden noch. Vor der Falten gerade Verstappen, Perez, Bottas. Also die haben sich da jetzt gerade die Lücke ein bisschen sehr zugefahren. Hamilton kann natürlich vorne wegziehen. Dementsprechend. Aber wie gesagt, vielleicht schießt sich da vorne noch einer weg oder so.
die Spitze. Das ist jetzt zweiter Doppelführung Mercedes gerade. Our gap to the car in front is 3.4 seconds. Alter. Mach keinen Scheiß da hinten. Die vier Punkte nehme ich gerne mit. Mehr Power, mehr Power. Didn't catch that. Say again. Mal Versuch wert. GP2 Engine. Ich hab gesagt, mehr Power, mehr Power. Ich brauche ein bisschen Power. Ich will das Auto da vor mir eigentlich noch kassieren gerne. Ah, ich muss ein bisschen am Start zurückziehen. Das ist das Problem. Sonst hätte ich den Perez vielleicht gekriegt. Aber naja. Was ist denn da jetzt kassiert gerade? Norris. Norris. Wie weit ist denn der Vettel vor dir weg? 3 Sekunden oder so, ne? 2. Soll ich den Block erst machen und den ein bisschen einbremsen? War zwar ein bisschen hart gegen Norris, aber ich wollte ihn unbedingt überholen. Hast du ihn berührt oder was? Ja, beim Rausbeschleunigen hat er sich fast gedreht gegen mich. Soll ich dir den Vettel ein bisschen einbremsen? Ach, alles gut. Ja, ich weiß ja, da vorne geht's eh nicht mehr. Ich könnte ja halt, wie gesagt, den Blockers machen. Aber ich muss ja ein bisschen gerade nach hinten gucken. Der Vettel zieht ein bisschen dran gerade. Aber ich habe mal 4-7 Vorsprung gehabt, mittlerweile sind es auch noch 3-1 oder 3-2. Na, aber ich glaube, die ganz Großen da vorne, Mercedes, Red Bull, wird es wahrscheinlich nicht ranzukommen sein. Aber der Aston hat auf jeden Fall deutlich mehr Power, weil der bezieht über eine Sekunde pro Runde, jetzt kommt der ran. Gut, dass es nur noch 2 Runden sind. Darf ich mir keine Zeitstrafen erlauben? Ich habe nämlich schon 2 Verwarnungen. Wenn ich jetzt einmal noch rauskomme, ist dieser 5. Platz nämlich futsch. Und sind momentan bei mir 11 Zähler. Und das wäre
Wäre zum schon cool zum Auftakt. There's three laps of fuel remaining. Du kommst immer auch nicht hinterher, dem Vettel, ne? Nicht wirklich. Ja, wie gesagt, der snackt mir gerade eine Zeit nach der anderen ab. Der fährt gerade gute halbe Sekunde, fast eine Sekunde schneller pro Runde als ich. Da muss der übelste Reserven noch haben. Weil ich verliere auf die Red Bull auch übel Zeit. Ich hab mal, war mal bis auf 2,5 dran, jetzt sind es mittlerweile fast 7. Nur noch. Nicht, dass ich den noch verliere. Diesen Platz. Ich habe schon mal mega Leistungsverlust. Jetzt bin ich unter einer Sekunde dran. Ich hoffe, dass ich mich doch über die DS-Linie retten kann. Hamilton gewinnt, okay. Ich komme rüber, Gott sei Dank. Fünfter, 11 Punkte. Und der Schnellste noch dabei. Puh, das wurde mal spannend am Ende. Ich bin auch komplett nass geschwitzt gerade. Ja, Vettel hat ein starkes Rennen gefahren. Wie gesagt, ein, zwei Runden mehr, dann hätte er mich definitiv gehabt. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg an. Trophäe erhalten, zwei Spielerkarriere starten. Ja, habe ich auch. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbaren Aussage. Da stand ich dahinter. Aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko. Und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Schade, dass sie die Hüpfe nicht eingebaut haben. Ja, schade, dass du den Flügelschaden hattest. Ich denke mal, den Vettel, ja, obwohl siebter Platz. Ich weiß nicht, ob du den Vettel noch gehalten hättest. Der war nämlich verdammt schnell am Ende. Ich musste auch mein ganzes RS verbrauchen. Ja. Ja, ich auch, aber trotzdem sind wir da reingekommen. Der hat, wie gesagt, mal zwischendurch mal was 4-5 Sekunden oder mehr. Gerade nach den Boxes ab, aber danach muss ich übelst verloren haben. Da sind die sind mir die Gelben gestern am Ende sehr eingebrochen. Mhm. Ja, wie gesagt, ey, trotzdem. Schnellstes Auto im Feld. Zumindest am Ende. Ich hätte dir sogar fast die schnellste Runde streitig gemacht. Ja, stimmt, du warst dran. Aber die ist auf Gelb gewesen, nicht mal auf Rot. Ist direkt die erste Runde am Boxenstopp gewesen. Ja, ich habe Undercut halt probiert gegen Perez. Ich wollte halt da irgendwo vorbei noch, aber du siehst mir, wie der weggefahren ist. Ich war ja bis auf eine Sekunde oder so weit oder zu anderthalb dran und am Ende ist der mir über 7 Sekunden weggefahren. Ich weiß nicht, warum der Einbruch am Ende kam. Ich hab eine Position verloren, du hast deine Startposition. Ja, ja, ich hab, wie gesagt, am Anfang war ich eigentlich schon neben Perez, ich hätte vielleicht Bottas noch kassieren können, das wäre möglich gewesen. Ich musste aber, weil ich ein bisschen auf die Außenbahn geraten bin, musste ich halt außen rum und hab da halt wieder die Position verloren. Undercut hat halt nicht funktioniert, der ist halt früher rein. Ja. Aber, hey, Platz 5 ist in Ordnung. Das sind 11 Punkte, die ich jetzt mitgenommen habe. Plus deine 6, glaube ich, was hast du geholt? 6 hast du jetzt geholt, ne? Ist deine Aufnahme schon zu Ende? Nein, noch nicht. Ja. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es gibt jetzt ein Interview. Ja, du hast ein Interview. Ja, das lasse ich dir nochmal kurz eben.
So. Ja, nächste Woche Spanien. Da kann sich das ganze Blatt natürlich wieder wenden. Du hast, wie gesagt, den Pech natürlich mit dem Flügelschaden. Ich glaube, mit meinem Einbruch am Ende, ohne das Ding, ich glaube, da wärt ihr beide vorbei gewesen. Oder zumindest du wärst vorbei gewesen noch. Ich hätte dich auch ziehen lassen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich brauche dich nicht, muss dich nicht aufhalten, wenn ich merke, du bist klar schneller als ich. Deswegen habe ich ja gefragt, soll ich dich ziehen lassen. Ein guter Start auf jeden Fall in eine tolle Reise. Wer natürlich auch nochmal meine Sicht sehen will, der kann genau. Natürlich auf meinem Kanal dann auch nochmal gucken. Wisst ihr, wir uns unter meinem Kanal verlinkt, nur so nebenbei. Also, klar. Es wird weitergehen auf jeden Fall, die Reise, und die ist nächste Woche, wie gesagt, in Spanien. Und ja, mal gucken, was dann noch so kommt. Am 6. Mai geht's weiter, also in-game 6. Mai, nächste Woche auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Bis dahin.